Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Ihnen heute ein paar allgemeine Informationen zur Dreisprachigkeit geben. Wie Sie wissen, gibt es meine Bücher seit einiger Zeit nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und neuerdings auch auf Französisch. Sie sind mittlerweile in 18 Ländern weltweit, vorwiegend über Amazon, aber auch bei anderen Händlern erhältlich. Die gedruckten Bücher haben in jeder Sprache ein ähnliches Cover, sodass Sie ganz einfach erkennen können, dass es sich dabei um dasselbe Buch handelt. Ich zeige Ihnen das anhand eines Beispiels. Wenn Sie wissen möchten, welches Buch wo erhältlich ist, werfen Sie bitte einen Blick in die Rubrik Meine Werke sowie die untergeordneten Themenrubriken. Unter jeder Buchbeschreibung finden Sie nun den Preis in den wichtigsten Währungen. In manchen Ländern sind meine Bücher nur als E-Books oder nur als gedruckte Bücher verfügbar. Die Verfügbarkeit kann sich im Laufe der Zeit verändern. Darauf habe ich als Autorin keinen Einfluss. Schauen Sie daher immer wieder bei Amazon rein, ob der von Ihnen gewünschte Titel in Ihrem Land erhältlich ist. Das Vertriebsnetz wird ständig weiter ausgebaut. Daher werden meine Bücher in den nächsten Jahren auch in kleineren ausländischen Buchhandlungen erhältlich sein. Mittlerweile gibt es nicht nur die Rubrik Neuerscheinungen in drei Sprachen, sondern auch ein dreisprachiges Buchtitelverzeichnis. Dies soll Ihnen einen Gesamtüberblick verschaffen. Unter jedem Titel finden Sie den aktuellen Status des jeweiligen Werkes. Ich habe mich dazu entschlossen, nur jene Titel mehrsprachig zu übersetzen, die von überregionaler bzw. internationaler Bedeutung sind. Bücher, die sich inhaltlich vorwiegend auf den deutschsprachigen Raum beziehen, gibt es daher nur auf Deutsch. Das Übersetzen der einzelnen Werke erfordert nicht nur Sorgfalt, sondern auch einen entsprechenden zeitlichen Aufwand. Ich bitte daher um Verständnis, dass dieser Prozess nur langsam vorangeht. Bei dieser Arbeit lege ich Wert auf eine dem Originaltext möglichst nahe Übersetzung. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die mir sehr wichtig ist. Meine Muttersprache ist Deutsch. Englisch und Französisch sind für mich Fremdsprachen, die ich in meiner Schulzeit erlernt habe. In den letzten Jahren habe ich mich bemüht, mich diesbezüglich weiter zu verbessern. Dennoch kann es passieren, dass Sie in den Büchern kleinere Fehler finden. Ich bitte Sie, dies zu entschuldigen. Trotz des kalten, schneereichen Wetters bei uns in Oberbayern wünsche ich Ihnen jetzt schon frohe Osterfeiertage und genießen Sie den Frühling.